diese Super-10er da, die habe ich überhaupt noch nicht angefasst. Ich habe so viele Marken. Du hast schon viele Marken, okay. Ja, weiß nicht. Bestimmt schon 100 Marken. Doctor Strange, keine Dachte, Ranked dafür gibt es dann Replays, Credits oder mache ich. so. Nur normale Zufallsgefechte, weißt du. Man sind nicht benutzt. Musste mal fahren da. Du bist doch, Ach. bist du nicht Schlachtschiff Kevin? Nee. Kreuzer Bob? Ja, aber nee. Ach, weiß ich auch nicht. WD, Schlachtschiff Tobi. Kevin. Irgendwas, nichts. Da, schauen wir mal. Missouri und Dimitri Oh, Donsberg. das könnten wir gewinnen. Durchschnittliche Winrate bei uns 48,4, im Gegnerteam 44,9. Ja, aber das sagt manchmal nicht Fluffy viel aus. Power. Das stimmt, ja. Hallo, im Westen nichts los. Die alles entscheidende Frage ist, wo sind die Spieler, die die restlichen 8% haben für die 100? Das ist es. Na gut, wenn du uns drei wieder rausnimmst, dann wird schon wieder schwierig. Ich weiß nicht, ich bin die Vampire 2 gar nicht so oft gefahren, deswegen ich glaube, ich bin da gar nicht gut drauf. Fluffy Kann mich Power. mal mittig positionieren hier. Ja, Somlex ist da. Das RPF ist hier noch. Raffi, vielen lieben Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ah, ja, RPF habe ich auch. Es könnte sein, dass hier jemand direkt C fährt. Geil wäre halt zu sehen, wo die Dimitri Donskoy andackelt. Die ist halt in der doppelgefährlich Division mit der Missouri. Ich warte mal kurz ab, bis du mir die aufmachst. Ja, die sind da. Ach. Pustekuchen. Hallo Gurkse. Hallo Somlex. Somlex ist bei uns. Bin gespannt. Somlex ist in der Petropavlovsk. Ist auf der anderen Seite. Ja, ist gut. Dann trifft man sich in der Mitte. Was noch was links von der Missouri? Sehr gut, die Dimitri Danskoy Das ist sieht ganz ganz gut aus. außen, das ist gut. Hier ist auch schon was drin. Wassereinbruch auf der Missouri. Damage Con. Großerweise auf der anderen Seite, also Halland oder Z46 können wir da haben. Torpedoes to starboard. Natürlich die Die Z. Z46. Ah, die hat zu viel, wo mitgeballert wird. Alter, allein die. Ah, da hinten ist die Colbert oder was hinter der Scheißinsel. Das ist natürlich schwierig. Warum gönn dir einfach den da hier? Streuung, Alter. Lächerlich. Du wärst ein Deutschen, ne? Einfach nur lächerlich. Das ein Friedel herumkommt? Das dreht ab, okay. Shit, von der Mitte kommt auch ein DD hoch.
Generator activated. Torpedoes to port. Torpedoes astern. Ziemlich heiße Zone hier, Alter. Ja, ich brauche ein bisschen fucking Unterstützung. Team, wie sieht's aus? Habt ihr mal... Da ist keiner. Ja, ich weiß, dass die sind irgendwie, sind die... Wir haben kein Cap. Lassen wir das eine, das wir noch haben, doch offen. Ich muss nur wissen, ob die Zoom ist, nach vorne kommt oder nicht. Hallo, Halsabschneider. Oh, nice. Samlex macht Radar. Das ist wichtig. Die Sumo bleibt stehen, Schatten. Aber die Missouri kommt. Smokescreen set. Wusche ich mich da. Enemy Destroyer sunk. Ja, noch ja. Haben wir sie erledigt. Hallo Reinhard. Ach, Reinhard hat schon, habe ich ja schon mal gesagt. So, passt auf, ich komme jetzt wieder zurück zu T. Ah, hat knapp nicht gereicht. Aber ist okay. Sharky fightet ja den Kampf seines Lebens. Sind das alles deine Torpedos, die hier unterwegs sind? Ja. Die Sumo müsste raus sein. Sehr gut. Very good. Nicer Deizer. Es funktioniert, sagen wir mal so. Missouri fährt rückwärts. Bleibt sie wieder stehen. Nee, doch rückwärts. Man weiß es nicht. Fährt rückwärts, ja, beschleunigt rückwärts. Fuck, ich hab die Colbert nicht getroffen? Hat die den Anker geworfen? Oder? Problem ist die Dimitri Danskaya, könnt ihr die rausnudeln? Noch nicht. Fluffy Power! Noch nicht. Die Missouri hat keinen Bock mehr, glaube ich. Der hat Radar angemacht. Ich meine die Dimitri Danskaya. Glück hält's nicht lange. Dankeschön. War das Mathe für dein Follow? Problem ist die Scheiß. Booster ist auch noch da. Wie lange hält denn das Radar der Danskaya? Dankeschön. Kann man dann jemand die Booster beschießen oder so? Auch nicht. Critical Engine Damage. Noch nicht. Problem solved, Sir. Hallo Kurzschluss. Ja, oh, wenn dieses Schiff nicht so behäbig wäre. Wenn dieses Schiff nicht so behäbig wäre. Puff. Fluffy Power. Puff.
Smoke, danke schön. Und schon wieder ein Radar. Ich komme. Oh, Somlex, pass auf. Ich quatsche die ganze Zeit mit meinen Mikros aus. Ist auch das schlau. Ist natürlich schlecht. Die Missouri hat hier Radari gemacht. Ich mach Hydro. Engine Boost activated. Hier ist aber so ein Pyroglyphen aufgeheilt. Weißt du, die Pyroglyphen? Hab ich mir gerade ausgedacht. Die Pyroglyphen, ja, du meinst die Thermophylen. Irgendwas mit Y. Hauptsache es läuft. Irgendwas mit Y, ganz genau. Ah, da hinten sitzt die Blöde. Komm zurück, Somlex. Da ist Fledermausland. Servus, sagt man in Österreich, wenn man einen begrüßen will. Ja, Servus, Servus. In manchen Bereichen sagt man auch noch Heil. Das ist ganz normal in Österreich. Wirklich? Ja, in Österreich ist normal. Ja, das ist so. Nur weil Hitler das eingeführt hat zum Grüßen, heißt das nicht, dass das was ganz Normales ist. In Österreich ist das schon richtig. Er wollte halt ein bisschen Heimat mitnehmen, wahrscheinlich nach Deutschland. Oh shit, da ist sie. Auf die Kasse. Ja, das war's. So sieht das aus. Das ist dasselbe wie das lateinische Ave. Ja, auch. Ident. Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen. Sogar in Teilen von Tirol sagt man noch Heil. Ich glaube, in. Boah, das Nachdenken. Wenn man ins obere Inntal geht. Weil viele sagen einfach Heile. Weil das dahinter halt noch dazugehört dann quasi. Das ist eine Yoshino-Bude. Wie gesagt, sei nicht immer so offended von normalen Dingen. Smoke generator activated. Das ist wie die ganzen Handzeichen, ne? Die Mettler machen doch so oder so. Und in Spanien heißt das, ich hab deine Frau gebumst. Weil es heißt, ich habe dich auf die Hörner genommen, quasi. Heißt das jetzt? Ja, so ist es. Der Prime ist schon gelesen. Oh shit, die schießt mich jetzt raus. Was sagst du, Schalke? Was hast du gesagt? Du sagst, die Booster geht mir schon mega auf die Eier. Die ist mega lästig. Das Gefecht ist noch lange nicht gewonnen, ne? Engine Boost deactivated. Jean Bart. In der Hinterhand. Und ja, gekämpft. Das ist für die zweite Hälfte des Gefechts. Die kann ich nicht bekämpfen. Das ist die große Wahl. Da kann ich auch gerade nicht hinfliegen. Ich hab 2 HP, das ist. Ich find's faszinierend, dass es dafür eine Geste gibt. Scheint ja öfter vorgekommen zu sein. Ja, es ist nur eines von vielen Dingen. Laut Wikipedia war das auch in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert sehr verbreitet. Ja, Spaceleber, das ist dann nur quasi in Verruf geraten wegen dem Nationalsozialismus. Lebt die schon bald noch da hinten oder ist die AfK oder was ist das? Boah. Wenn du sie nicht sterben hast sehen, Schalke, dann gilt das Seriengesetz oder das Filmgesetz. Alles, was man nicht gesehen hat, sterben in der Szene, lebt noch. Und kommt zurück für ein Sequel oder so. Hallo Puma. Juch. Hallo Hagi, hallo alle, hallo Mordgans. Ah, schwierig hier. All stations retreat. Komme schon, Jutland, ich komme. Hey Jutland, ich habe eine verwegene Idee, Jutland. Fluffy Power. Du hast doch 9800 Trefferpunkte. Wie wär's, wenn du ein bisschen nördlich da Richtung, ne? Wie sieht's denn aus mit A fahren würdest, um der Rizuma und der Satsuma ein bisschen zu spotten, anstatt Torpedos zu werfen? Ansonsten werden die beiden ziemlich schnell rausgenudelt hier. Was sagst du dazu? Das wäre ganz gut eigentlich. Iron Man, Action Friend, voll. Ja, das wäre geil.
Es ist ja nur noch ein Gegner da. Ja, das Ding ist gleich zu Ende. Aber das hätte man vorher schon machen können. Hätte ich 20 Trefferpunkte, würde ich es vielleicht sogar noch machen. Aber mit 2, das ist mir zu heikel. Oh, ja, danke schön, Somlox. Hab dich tatsächlich plus 1. Weil du bist der Einzige hier, der auf die Idee gekommen ist, mal ein geiles Unterstützungsradar zu machen. Das war schon fett. Ansonsten wäre ich einfach davon gefahren, die Halland. Das war echt wild, was da wieder zu sehen war. Schwierig. Hallo, ich mag Pizza. Krass. Stellung muss man sagen, der ungünstigste DD für eine Vampire 2, die Z46, mit ebenfalls hydroakustischer Suche, hat die 5,5 Kilometer auf Stufe 9. Oder 5 Kilometer. Das verwechsel ich immer. Aber das ist jetzt das einzig Blöde. Jeden anderen hätte ich in direkten Konfrontation easy rausnehmen können. Nur die Z46. Oh, 9, glaube ich. Achso, Hydro. Ja. Fluffy Power. Ich schaue mal kurz nach. Ich müsste das Mistin auch haben. Dankeschön, Pessimist.